kleiner Werbeblock. Wir sind mit Project 86 und mit Everyday Sunday auf einer 9- oder 10-tägigen Tour. Das stellt sich noch raus. Werden wir auch wieder hier in Buchholz sein. Da freuen wir uns tierisch drauf. Es wird nämlich wieder ein Nightliner sein und da sind wir verwöhnt von der Frequency Tour. Das war nämlich schon echt sehr cool. Und genau, wir sind gespannt drauf, wie die Jungs sind, weil wir sie nicht so richtig kennen. Everyday Sunday ist schon ein bisschen mehr wie Project 86. Genau, also ich denke, wir sind so ein bisschen nervös einfach auch, einfach wie das Gefüge wird. Wird es eine entspannte Truppe oder gibt es vielleicht auch Keilereien? Ich meine, es sind ja alles Menschen, die da unterwegs sind. Und dann natürlich auf jede einzelne Show fiebern wir total hin und halt allen voran das Rock the North und Rock Without Limits natürlich.